Wir sind hier am Ort der Stele. Hier hinter uns hat die Stele gestanden, die Stele des Artikel 20. Hier vorne stehen die 19 anderen Artikel. Wir haben sie am 3.10. aufgestellt hier und sie standen hier tatsächlich 12 Tage und 12 Nächte, obwohl es nicht erlaubt war. Dann hat die Polizei sie aber weggenommen. Heute ist der 30.10. Die Nacht ist jetzt zum 31.10., das ist der Reformationstag. Das Wort Reformation ist natürlich, wenn man heute auf den Staat guckt, durchaus angebracht, dass sowas notwendig wäre. Die Besonderheit ist die Verbindung zu Luther. Luther hat an die Kirche in Wittenberg die Thesen angeschlagen und hat nichts anderes getan, als das Christentum in der katholischen Kirche einzufordern. Wir, indem wir hier die Stele des Artikel 20 hinstellen, die die Staatsstrukturprinzipien, die nicht mehr beachtet werden, enthält, wir fordern eigentlich das Grundgesetz in der Bundesrepublik ein. Von daher gibt es einen Zusammenhang und deswegen haben wir gesagt, dass wir die Nacht hier feiern, gewissermaßen dadurch, also das Wort feiern ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, so verbringen. Ich werde hier schlafen die Nacht. Es ist ein Bild für, wenn einem das Grundgesetz genommen wird, sind alle Bürger schutzlos und obdachlos. Und dafür ist es das Bild und deswegen sitzen wir hier heute und werden die Nacht hier verbringen. Man merkt, es ist kalt, das sieht man schon. Ich denke, man sieht es, es wird jetzt unter 0 Grad heute Nacht werden, ich bin gespannt. Morgen werden wir das wiederholen. Also, dass der Reformationstag durch diese zwei Aktionen, ich will mal sagen, umrahmt ist.